Und Premiere Pro ist so ein schönes Programm. So, wie viele Treppen werde ich jetzt brauchen? Ah ne, gar keine mehr. Oh, passt. Gut. Wir sind im Stockwerk Nummer 1. Ah, so habe ich das. Ah, so wollte ich das synchronisieren. Ey, ich bin auch so ein Hengi, weißt du warum? Ja, ich weiß. Anstatt, dass ich irgendwie versuche, mein Dings so zu. Also meine Audiospur mit der Videospur so zu synchronisieren, dass ich einfach laut auf eine Taste drücke. Nein, ich mach ba. Da mache ich mich in, also bei OBS schalte ich mich dann, also mute ich mich dann. Ja. Blau. Du machst ba? Ja. Ja. Ba. Ba. Na, wie du das so emotionslos gesagt hast, ich mach ba. Bruder, ich mach ba. Und ich mach wap. Warte mal, ich sehe jetzt ja hier meinen Anhaltspunkt, wie ich das jetzt in Kronen stelle. Für Anhaltspunkt, du hast sowas nicht. Auch beim Bar. Du darfst, was? Ey, weißt du, was immer voll lustig ist? Was denn? Wenn sich diese beiden Bars synchron, also wenn diese beiden Bars um eine Sekunde asynchron sind, ne? Ja. Das ist so einfach wie so ein scheiß Echo. Baba! Was haben wir jetzt? Jetzt habe ich ein Problem, ich Idiot. Wenigstens sieht er ein, dass er ein Idiot ist. Okay, das war jetzt fies, tut mir leid. Aber bleib mal bitte kurz, ganz kurz ruhig. Nee. Ganz kurz nur. Okay, warte mal. Ich darf jetzt in meiner eigenen Aufnahme nicht mehr reden. Frechert. LOL! Java-Update, Alter. Cool. Warte mal, sind denn hier noch zwei? Eins, zwei. Fuck. Fuck. So, perfekt. Eins, zwei, Audios mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 19. Das wird so lustig, das zu schneiden im Effekt. Warte mal. Das ging noch mit diesem, mit dem Luminanz-Key, ne? Dass man die Facecam rund machen konnte. Frag mich bitte nicht. Das ist schon so lange nicht mehr gemacht. Och nö, weiß ich, jetzt weiß ich wieder das Problem. Ich brauche einen scheiß Kreis dafür. Ja. Hab ich den noch? Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Ich weiß in Österreich, was? Ah ja, die hab ich runtergeladen. So, ja, ja, ich hab ja gesagt, du kannst dir ruhig runterladen. Musste ich auch. Und ich sing WAP. WAP. Wie er sich wundert. Reicht das? Boah, das war sogar richtig. Muss mir jetzt eben einen Kreis runterladen. Ja, dann lad dir mal einen Kreis runter. Das ist so behindert. Ja. Ich weiß. 4. 1, 2, 3. 29 Minuten kann ich weiter schneiden. Ja, machen wir so irgendwie. Warum ist Photoshop eigentlich nicht bei mir geöffnet? Weil du es geschlossen hast. Oh ja. Wieso stöhnt Ron in letzter Zeit? Alter, ey, ohne Witz, ne, der Junge. Scheiß. Was? Wörterbuch, Kreis, Substantiv. Was? Eine geometrische Figur, bei der alle Punkte den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben. Eine Figur, Bewegung und oder Gruppierung in der Form eines Kreises. Sogar gegoogelt, was ein Kreis ist. Nein, ich habe einfach Kreis eingegeben, auf einmal kommt es dann. Kreis, PNG, jetzt geht es los. So, ich muss wieder ein bisschen Holz holen. Warte mal ganz kurz, war es scheißegal, was für eine Farbe der Kreis hatte. Oder musste der schwarz sein? Ich glaube, das ist egal. Alter, pass mal auf. Na, das ist schon so lange her, wo ich das gemacht habe. Ich habe hier einen orangenen Kreis. Der muss doch transparent sein, ne? Ja. Och, fick mein Arsch. Transparent wäre nicht schlecht. Junge, ich bin außen hängig, weißt du warum? Ja.
Photoshop. Ja, würde auch gehen. Aber ich müsste doch einen Scheiß. Warte mal, ganz kurz, aus Prinzip suche ich den Scheißkreis jetzt. Ich hab den safe noch. Herz, okay, nee, hab ich nicht mehr. Lass uns leben. Du erinnerst du dich noch daran, wo ich das Fliegerlied bei dir angemacht hab? Ja. nee, das haben wir nicht mit aufgenommen. Jungs, das müsst ihr jetzt mal, ne? Up to date seid ihr mal. Wir haben das Fliegerlied angemacht, ne? Also das ist mit und ich flieg diese Scheiße. Und wo er sagt, ja, und fliegt ein Flieger vorbei, wirklich zu ihm rauf. Und dann danach, wo er sagt, wie hat er das nochmal gesagt? Und fliegt ein Flieger vorbei. Dann schaue ich zu ihm rauf und dann so, hallo Flieger! Hab ich Fenster runtergemacht, ne? Hab zu irgendwas gewunken da oben. Hab auch noch so kindisch gesagt, hallo Flieger! Der Junge, der hat gelacht. Glaubt ihr mir nicht. Ja, oder übrigens der Moment, wo dann wirklich ein Flugzeug da war. Ich dachte jetzt, du redest von dem. Das war so lustig, Alter. Ich gern einen schwarzen Kreis haben. Warum? Ah, ich möchte noch einen Kreis. So, ich muss mal schauen, ob du irgendwie brauchbares Holz für mich hast. Das scheiß einfach. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, hier Bäume zu fällen. Nö, es ist okay. Ja, ja, weil Bäume müssen bestehen bleiben. Wahrscheinlich. Die Wale. Findet Nemo. Ich glaube den Film, ach den wollten wir uns ja eh anschauen, aber das ging nicht, oder? Ja, scheiße, stimmt. Alter, das wäre komplett Eskalation bei mir gewesen, ne? Ja, das stimmt. Egal, beim nächsten Mal. Ne, Leute, wisst ihr was? Und ich will planen noch was. Scheiße. Du hast eine leere Drohne, was sind das? Oh, na, damit kann ich leben. Passt schon, danke. Ein Ding. Scheiß Cam, nenn ich die jetzt mal. Hey, Leute, ihr müsst wissen, Flo und ich, wir planen ja auch was anderes. Was planen wir? Was heißt das jetzt? Ich weiß mit dem Roadtrip. Mit dem Roadtrip meine ich das. Ja, dann so in 15 Jahren, wenn er lügt. Also nur mehr Elektroautos gibt. Nee, also jetzt mal Real Talk. Jetzt mal Real Talk, okay, Flo. Passt, ja. Wir haben das sogar mal besprochen. Das habt ihr auch im Video, glaube ich, gesehen bei mir. Also war auch auf meinem Kanal, soweit ich weiß, oder? Keine Ahnung. Stimmt, jetzt weiß ich, wie das wieder mit dem, mit der Dings ging, ne? Ja. Mit der Cam. Oder bist du behindert? Was haben die jetzt gesehen in deinem Video-Ding? Also, was du hochgeladen hast, meine ich. Okay, was ich hochgeladen habe. Was haben der die Vlog gesehen? Ja, ja, was haben die da gesehen? Achso, da haben wir das ja mal kurz angesprochen mit, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Mit dem kleinen Roadtrip. Achso. Was wir geplant was, haben. Was? Wir das? Ja. Kann also, sein. Was meinst du, nee, haben wir das? Haben wir das besprochen im Vlog? Ich weiß es nicht. Doch, haben wir kurz. Also ich glaube, nee, das war bei dir, glaube ich. Oder nee, bei mir. Ich weiß es auch nicht mehr. Weißt du, ich kann mir sowas merken wie, ja, wann du gestorben bist bei Zerg. Weißt du, das merke ich mir easy, ne? Folge 5. Ja, du bist ein Phänomen. Aber, weißt du, wenn ich so in der Schule wäre, auf dem Gymnasium, ich hätte schon längst mein Abi. Ich wäre jetzt in Buxtehude. Ne? Und dann sowas. Okay. Alter, warum rennt denn nee, das sieht Scheiße auch so komisch aus? Ja, ich weiß, das ist bei mir ein bisschen anstrengend zuzusehen, wie ich ein Haus baue, aber. Ja, ja Flo geht das, eigentlich. Das, der rendert. Guck mal, der rendert jetzt meine Facecam 48. Also die dauert jetzt. Wie lange? Warte mal, das interessiert mich gerade selber. Ich glaube, die dauert jetzt. Wie lange dauert? Fast, also 48. Also eigentlich 49 Minuten, ne? Ja. Und er braucht eine halbe Stunde, die Datei kleiner zu machen. Ja. Und noch in einer guten Qualität und in MP4-Datei zu rendern. Geht ja. Eigentlich. Geht. Ja. Bin ich mit zufrieden. Ja. Bin ich mit zufrieden. Ja. Und ich sing WAP. Ja.
Alter, es ist einfach nur ekelhaft. Boah, scheißen, Alter. Ja, dann mach. Weiß ich nicht. Warum denn? Weiß ich nicht. Ne, aber Leute, Flo, wie viel lange nimmst du jetzt die andere Folge auf? Müsste gleich ja, fertig sein. Ja, die ist in circa einer Minute fertig. Ich bin gut, oder? Ja. Nee, du hast bestimmt auf die Glocke geschaut. Naja, aber wäre cool, dass wir so einen kleinen Roadtrip machen würden. Ja, irgendwann mal. Reicht auch nur durch ein Ups. Bundesland oder zwei. Durch komplett Europa. Alter, das wäre echt. Nee, das cool. Ist wirklich so ein kleiner Traum von mir, wirklich. Also, nee, ohne Witz. Also, jetzt mal Retalk, hört sich jetzt eventuell schwul an. Ist mir egal. Ist jetzt auch mal an dich, Hans Sieder. Mach mal bitte eine Fanfiction jetzt raus. Also, ich hab jetzt. Nee, wie würde ich das gerade formulieren? Genau. Flo hat mir praktisch damit auch einen Traum erfüllt, dass er gekommen ist, so, weil. Das macht man nicht so. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ja, man besucht generell nie jemanden. Nein, nein, ich meine. Ja, ich weiß schon. 7 Stunden. 7 fucking Stunden. Das macht man nicht. Doch, ich schon, weil ich wollte mal in Deutschland mein Auto ausprobieren. Nee, jedenfalls. Fand ich cool von Flo. Er hat ja selber gesagt, er hat sich damit einen Traum erfüllt und. 2. Ja, 2 sogar. Aber ich habe jetzt. Nee, auf mich 3. Das bezogen. Ja, warum 3? Ich wollte schon immer mal über 200 fahren. Und dann, so mein persönlicher nächster Traum wäre wirklich so ein Roadtrip durch Europa, ey. Das wäre echt so geil. Ich würde erstmal durch ein Land erstmal probieren, ob wir das jetzt aushalten mit der mit den langen Fahrten. Ich schon. Ich bin 10 Stunden, also bin ich nicht selbst gefahren, aber bin 10 Stunden mit dem Bus nach Deutschland gefahren. Na gut, aber es ist extrem lange her, wo ich wirklich lange in einem Auto gefahren bin. Extrem lange. Schon? Extrem. Ja, erst im Oktober fahren wir vielleicht 1-2 Stunden mal wieder. Wohin? Aber das war's auch. Okay. Sonst, ich bin meistens 3-4 Stunden gefahren, wenn nicht. Das heißt, du hattest noch keine Autofahrt, die 5 Stunden oder so ging? Soweit ich mich erinnern kann. Doch, wo ich ganz klein war, aber extremst klein. Achso. Als Baby fast. Wo ich 4 oder 5 war, da war ich in Dänemark. Okay. Oder sind wir da überhaupt gefahren? Das weiß ich gerade selber nicht mehr. Ja, das gefällt mir noch nicht so. Naja, muss ich mal schauen. Deswegen weiß, das wäre echt cool so. Einfach mal nur erstmal so probieren, so 5 Stunden, ob ich das überhaupt aushalte. Warum? Du sitzt ja nur. Ja, das ist es ja! Und hin und wieder macht man dann halt Pause. Ja, klar. Wo man dann ein bisschen geht und auch wieder sitzt. Ich sitze dann meistens auch. Weißt du, wie meine Pausen aussahen? Also, wie ich zu dir gefahren bin. Bin da kurz stehen geblieben. Bin kurz, weil ich so viel gesoffen habe, aufs Klo gerannt. Dann habe ich mich reingesetzt, habe kurz aufs Handy geschaut und bin wieder weitergefahren. Wenn ich bei dir bin, ne? Ich guck mir diese geilen Energies, Alter. Also ich finde echt so geil. Ja, weißt du was? Schick mir mal eine Palette nach Deutschland. Ja, genau. Weißt du, was da ein einziges kostet? Wie viel? Warte mal, nee, warte. Ich glaube, die sind teurer geworden. Aber die haben mal 35 Cent gekostet. Ich glaube, ja, ich glaube jetzt 39. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, Alter. Ja, ja. Übertreiben ja. Ich war voll. Alter, 4 Cent. Was? Oh, der zeigt. Der hat die Aufnahme. Was? Du bist niemals fertig, du Schwuchtel. Ja, gut. Und ich sollte mal meine Aufnahme beenden. Ich renne sowieso nur mehr rum. Wobei, ey, der hat die ernsthaft beendet. Was jetzt? Der hat die wirklich. Okay, 8 Minuten einfach weggecuttet? Also ich meine jetzt von der Rennepause. Achso. Sonst geht alles. Ja, passt doch. Ja gut, ich würde zwar jetzt gerne noch weitermachen, aber dann habe ich wirklich viel zu viel. Ja, und dann hat er wahrscheinlich gar keinen Bock mehr. Weil ich denke jetzt, so grob geschätzt habe ich jetzt mittlerweile, warte mal, wenn eine Folge 15 Minuten dauert, habe ich jetzt, warte, 4... 4,
8. Ich müsste 10 Folgen haben. Ich glaube, das war jetzt die 10. Folge. 9 oder 10, irgendwie so. Na gut, dann danke fürs Zusehen. Schaut bei den anderen beiden vorbei, die hier auch noch mitspielen. Und hallo. Ja, zum Beispiel bei dem da. Der Ron ist leider nicht da. Ja, also verstehe ich nicht, wieso wir dann überhaupt noch aufnehmen. Was? Naja. Und sehen macht das Projekt einfach gar keinen Sinn. Ja. Gut, dann bis morgen. Bis morgen. Vielleicht ist ja morgen der Ronny wieder dabei. Ja. Tschüss. Haut rein. Naja, tschüss.